Hallo, ich begrüße dich zu dem heutigen Wochenorakel und freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Ich habe dir, wie gewohnt, drei Klangschalen mitgebracht, drei individuelle Botschaften und eine allgemeine Wochenbotschaft. So, ich habe auch noch intuitiv drei Steinherzen hier ausgewählt, dass die Augen auch was zum Wählen haben. Aber wenn du dich gern auf deine Intuition einlassen möchtest, dann bitte ich dich jetzt, schließe deine Augen und tauche in die Energie der Klänge ein und wähle intuitiv. Spüre die Verbindung zu der Erde. Atme tief ein und aus. Schließe deine Augen. Erde dich. Aus deinen Füßen wachsen tiefe Wurzeln in die Erde hinein. Und genieße die Klänge. Ich habe eine Beckenschale, eine Herzschale und Buddhas Auge für dich mitgebracht. Hier sind auch drei Steine. Das erste ist ein grüner Stein, das ist der Prasem. Die zweite ein Rosenquarzherz. Und das dritte ist Marmor, also schwarz, grau, weiß. So. Und wir fangen dann mit dem allgemeinen Wochenbotschaft für uns alle an und dafür decke ich dir die erste Karte aus dem Meister, aufgestiegenen Meister. Und da ist der Meister Link für die kommende Woche gekommen. So, Meister Link bringt uns oder bringt dir die Glückseligkeit in der kommenden Woche. Schau mal den Meister an. So ganz erleuchtet, alles so im Gelb, Weiß, Tönen. Spüre die Energie. Spüre ihre Schwingungen. Hat auch hier zwei Lotusblüten mitgebracht. Ganz viel Ruhe, ganz viel Zentriertheit und Vertrauen und spüre die Energie diesen Meisters. Der Zustand der Glückseligkeit oder des Glücklichsein entsteht aus innerer Haltung, aus innere Empfindung, aus dem inneren Überzeugung, aus dem Überzeugung, dass alles, was in dein Leben kommt, genau richtig ist und es ist dir für deinem Glück dient, für deine Weiterentwicklung. Also auf dem Weg zum Glück
auch wenn das in erster Linie nicht aussieht. Wenn du denkst, ja, warum habe ich so viel Pech, warum habe ich so negative Erfahrungen? Das dient für dein Wachstum, es dient für deinen Weg, es dient für deine Entfaltung. Und Meister Link sagt dir diese Woche, dass du dich auf diese Energie, dass du einlassen sollst und eintauchen sollst in der Energie der Glückseligkeit und bleibe im Vertrauen. Wir alle wünschen uns, dass wir glücklich sind, wir wünschen uns eine tolle Partnerschaft, einen wunderbaren Job, natürlich auch materielle Werte, auch Gesundheit, dass alles immer gut läuft, dass alles so glatt läuft im Leben. Das ist es aber nicht immer so, weil wenn alles so glatt laufen würde, würden wir uns gar nicht weiterentwickeln, würden wir uns gar nicht verändern oder etwas ändern oder wachsen. Und deswegen dient halt so eine Herausforderung im Leben, damit wir unser Glück erkennen, damit wir das schätzen lernen und damit wir uns darauf einlassen. Wenn das nicht so läuft, wie wenn du das haben möchtest, was tust du denn dafür? Wie denkst du denn? Übernimmst du denn auch Verantwortung dafür und sagst du, ja, das hat was mit mir zu tun, vielleicht habe ich da noch Themen, die ich vielleicht anschauen dürfte oder anschauen sollte in mir. Was spiegelt mir diese Situation wider? Ja, und Meister Ling sagt dir, tauche in diese Energie ein und spüre in dir diesen inneren Frieden, das Vertrauen, die Glückseligkeit. Und wenn dein innerer Frieden durch äußere Einflüsse gestört wird, durch Menschen oder Situationen, dann sagt dir Meister Link, dass du dich abgrenzen darfst, dass du dich mehr auf dich konzentrierst, auf dein Leben und auf dein Glück. Das ist eine tolle Botschaft für diese kommende Woche. Die nächste Karte, schau mal, neue Wege gehen. Auch in diesem Grün, Grün-Gold, neue Wege und Neubeginn. Sieh dich um, jetzt ergeben sich neue Wege. Ja, die Zeit der Veränderung und der Neubeginn kommt in dein Leben. Du bekommst einen besonderen Zugang oder eine Möglichkeit von dem geistigen Welt. Auch wenn du dich bis jetzt in gewisse Situationen oder Themen begrenzt hast in deinem Leben, jetzt wirst du einen Schritt weiter gehen, weil es ebnen sich dir halt diese Wege, diese Möglichkeiten. Und schaue dir deine Angst an, wenn du Angst hast, und gehe hindurch. Erkennst du dann selber, dass die Angst nur in deinem Kopf ist, in deine Fantasie, dass Angst nur eine Illusion ist, wo du brauchst keine Angst zu haben. Bleibe im Vertrauen. Es geht immer weiter. Habe Vertrauen in der Schöpfung. Und wie der Kölsche auch sagt, ich bin zwar jetzt kein Kölsche, aber ich lebe viele Jahre hier im Kölner Raum. Es ist immer noch Jodjejangen. Und mit diesem Motto sagt dir diese Woche auch,
dass du keine Angst haben brauchst, geh deinen Weg und richte deinen Fokus auf dein Ziel und du wirst wirklich Hilfe für deinen Neubeginn erhalten. Sei mutig, beginne deinen neuen Weg und gehe deinen Wünschen ein Stück entgegen. Und hier grün steht ja auch für die Chakra Herzzentrum, ist ja auch so ein schöner Lindgrün und das hat die Farbe grün. Und schau mal hier dieses Zeichen an, das steht auch so ein bisschen für die Zentriertheit. Auch diese Strahlen, dieser Kreis, konzentriere dich auf deinen Ziel, richte deinen Fokus auf das Wesentliche, was wichtig ist für dich. Und hier für diese Chakra ist besonders günstig der Stein Fluorit. Wenn du so einen Stein zu Hause hast, es ist empfehlenswert, in diese kommende Woche diesen Stein bei dir zu tragen. So, dann gehen wir zu der ersten Botschaft über, wenn du den Stein Prasem gewählt hast oder die Beckenschale. Und dafür bitte ich dich, deine Augen zu schließen und tauche in die Energie hinein. So, ich decke für dich die erste Karte auf. Die dreifache Göttin. Triskele, neue liebevolle Wege öffnen sich für dich. Ja, schau mal diesen Symbol an und beobachte in der kommenden Woche, auf welche Art und Weise dir dieses Symbol begegnen wird. Es kann auch eine Art von einer Blume sein. Es kann auch auf andere Art und Weise dir begegnen. Mit ein wenig Fantasie wirst du das erkennen. So, die nächste Karte für dich ist aus dem Tarot-Deck und das ist zwei der Münzen. Das sind meine Lieblingskarten, weil die so viel Gold in sich haben. Und zwei der Münzen steht auch für Veränderung und für Transformation und für Fortschritt. Es steht in der kommenden Woche ein Wechsel dir bevor. Ein Wechsel, der dich bereichern wird. Also Münzen haben ja auch etwas mit Finanzen und Gewinn zu tun. Also es wird dich bereichern. Welche innere und äußere Wechsel steht dir bevor? Das wirst du am besten selber wissen. Und die Frage nochmal hier von dieser Karte. Tauche hinein und spüre in dich hinein, woran du noch in deinem Leben festhältst. Eine sehr schöne Karte, dass du dir wirklich bewusst wirst, hat das einen Sinn, zum Beispiel auf eine Arbeit festzuhalten oder in einer Beziehung oder an eine Freundschaft festzuhalten oder an eine Wohnung oder Haus festzuhalten? Hat das denn noch einen Sinn, dass du daran festhältst oder an deine alte Glaubensmuster? Oder bist du bereit,
und öffnest du dich für den bevorstehenden Wechsel, was dich bereichern wird. Die nächste Karte, schau mal, ist das Dienen. Es sind ganz viele Bienen. Ja, und die Karte sagt dir, ich bin erfüllt von meiner himmlischen Aufgabe. Ich teile meinen inneren Schatz mit allen Lebewesen. Ja, also die Karte sagt dir, dass du deinen höheren Ziel in der kommenden Woche, deine höhere Aufgabe erkennen wirst. Und tauche in diese Energie ein, in diese fruchtbare Zyklus in deinem Leben und erkenne, welche Aufgabe du in diesem Leben hier erfüllen solltest oder welche Aufgabe wäre für dich vorgesehen, was wäre deine Lebensaufgabe, wofür bist du hier? Ja, und die Karte gibt dir einen Hinweis, dass du zum Dienen hier bist. Also zum Dienen und für das Wohlergehen aller. Also für die Erde, für uns Mitmenschen, für die Tiere, für die Pflanzen, für alle Lebewesen. Also, dass du dienst, das bedeutet, dass du ein Teil des Ganzen bist und alles, was du tust, dass das von einer höheren Perspektive aus dem Herzen kommen sollte oder dürfte und dass alles in diesem göttlichen Plan ein Teil davon ist. Die nächste Karte für dich ist die Intuition. Und Intuition, wie der Name schon sagt, ist ja für deine Intuition gedacht und nehme deine eigene Intuition wahr und nehme das auch an. Wenn du Eingebungen hast oder ein Gefühl oder eine Empfindung oder einen Traum, dass du deine Intuition folgen sollst, weil das aus dem Unterbewusstsein zu dir kommt und aufsteigt. Das kann man nicht gerade mit dem Kopf, mit dem Verstand verstehen, sondern vielmehr mit dem Herzen. Und Intuition gehört auch zu unserer Seele. Und wenn das aus dem Unterbewussten hochsteigt, dann ist das immer richtig. Also höre auf deine innere Stimme, auf deine Intuition. Es kann auch in Bildern zu dir kommen, im Gefühl, im Gedanken oder im Träumen. Und das ist deine Botschaft für diese kommende Woche. Ich hoffe, das konntest du so für dich annehmen. Wenn du die zweite Klangschale, die Herzschale gewählt hast, und hier diesen Rosenquarzherz, dann schließe jetzt bitte deine Augen und tauche in die Energie hinein. So, ich decke für dich die erste Karte auf und schau mal, das sind die Symbole, das ist der Strichcode der neuen Homöopathie. Grad 9, die Vollendung des Kreises. Das sind 9 Striche, der Übergang in die nächste Dimension. Beobachte, wann dir in dieser Woche dieses Symbolum begegnet, wann du intuitiv
die Zahl vielleicht 9 siehst oder 9 Striche, das hat in der jeweiligen Situation eine bestimmte Bedeutung für dich. Beobachte das mal. Die nächste Karte für dich ist der Ass der Kelche. Ja, und Ass der Kelche steht für die Liebe, für die überströmende Liebe, für Klarheit, Selbstliebe, Geben und Empfangen. Du wirst in kommende Woche eine tiefe, allumfassende Liebe erfahren. Was bedeutet das? Dass du besonders Gefühle haben wirst, auch zu Tieren oder zu Natur, auch zu Menschen, auch zu dir selber. Also wirst du ganz anders empfinden als vielleicht sonst. Allgemein und diese tiefe, allumfassende Liebe ist wunderschön. Das kann man auch gar nicht so in Worte ausdrücken. Das wirst du in dir, in deinem Inneren, in deine Seele spüren und wahrnehmen. Also die Liebe wird dich ganz und gar erfüllen. Und wenn du im Herzen so eine Erfüllung, so eine tiefe Liebe für alle hast, für die Tiere, für die Menschen, für dein Umfeld, für dich selber, dann bist du so zufrieden und dann kannst du auch diese Liebe weitergeben an deine Mitmenschen, an dein Umfeld. Und dann spürst du diese göttliche Liebe in dir? So, die nächste Karte für dich ist die Schutz. Warte mal, so damit du das alles schön sehen kannst. Und Schutz, schau mal diese Karte an. Hier ist ein Leuchtturm abgebildet. Das leuchtet alles wunderschön in weiß-blau. Ich bin mir. In mir bin ich vollkommen geschützt und kann jedem Wesen diesen Schutzes zuteil werden lassen. Ja, die Karte möchte dir sagen, dass du geschützt bist und du kannst dir jede Zeit so eine Art Seifenblase vorstellen. Stelle dir vor, es umhüllt dich und beschützt dich vor aller Negativität, zum Beispiel vor allem Neid, von negativen Menschen, von negativen Gefühlen. Ja, und schaffe dir selber einen Schutzraum. Das kannst du dir auch zu Hause schaffen. Einen besonderen Ort, wo du gerne dich zurückziehst, wo du gerne liest oder wo du gerne mit dir selber bist, wo du mal ein paar Minuten Kraft tanken kannst. Das kann ein Sessel sein, das kann an deinem Bett sein oder im Sofa oder in einem besonderen Raum. Und erinnere dich daran, dass du auch einen Schutzengel hast. Und wenn du traurig bist oder so eine gewisse Belastung spürst oder wenn dir alles zu viel ist, bitte deinen Schutzengel um Beistand. Der wird dich unterstützen und beschützen. Die nächste Karte für dich sind die Empfindungen. Ja, und diese Karte sagt dir, wie nimmst du körperlich deine Empfindungen wahr? Wenn du etwas denkst, fühlst du das in deinem Körper? Hast du da einen Gefühl, einen Körperbewusstsein?
Auch wenn du andere Menschen zum Beispiel begegnest und die sind wütend auf dich, wie spürst du das körperlich? Spürst du da eine Enge? Spürst du da einen Druck? Spürst du da eine Unruhe? Spürst du da Angst? Also die Karte sagt dir, dass du besonders in diese kommende Woche auf deine Empfindungen achten sollst. Und konzentriere dich auf das, was du wirklich körperlich definierst, was du von ein Gefühl hast, wenn du Angst hast oder wenn du eine Enge hast. Atme dich in diese Stelle hinein und löse das auf. Das ist die Botschaft für dich in diese kommende Woche. Löse das auf und schütze dich vor Negativität. Das war für dich die Botschaft für die kommende Woche. Ich hoffe, das konntest du so für dich annehmen. So, und wenn du wo das Auge gewählt hast, dann schließe jetzt bitte deine Augen und ich schlage dir die Klangschale an. So, ich decke für dich die erste Karte auf. Schau mal, das ist die Doppelspirale. So, und das ist die lunare Kraft. Vereinige die Gegensätze in dir. Mit ein wenig Fantasie entsteht da, wenn ich hier einen Kreis malen würde. Würdest du hier auch eine vielleicht so eine Art Yin-Yang erkennen? Also vereinige die Gegensätze in dir, so männlich-weiblich, auch in deinem Leben. Schau mal einfach nächste Woche, wann dir dieses Symbol in welcher Art und Weise dir begegnet und es wird für dich eine besondere Bedeutung haben. So, dann decke ich für dich die nächste Karte auf. Und das ist der Hierophant oder der Hohepriester. Schau mal, wie der hier sitzt. Ganz gerade, ganz geerdet, ganz in seine Kraft. Du spürst da eine Kraft, eine Stärke, eine geistige Stärke, eine gerade Haltung, eine aufrichtige Haltung. Und das steht für einen spirituellen Meister, für einen Berater oder einen Eingeweihter, könnte man auch sagen, für einen inneren Führer, geistiger Vater und für die Transformation. Die Suche nach dir selbst in diese kommende Woche wird dich zur Spiritualität führen. Das ist ein Hinweis. Schau mal, das ist wirklich ein Hinweis, das bist du und das ist hier dein Lehrer, dass du dich in einer Art Transformation befindest. Und ja, sei offen, deinen Meister oder deinen spirituellen Lehrer zu begegnen. Suche die Nähe eines Meisters und beginne deinen persönlichen Weg, deinen Wachstum, deinen inneren Wachstum, deinen persönlichen spirituellen Weg zu gehen. Beginne das. Und spüre in dein Herz hinein und habe keine Angst, vertraue darauf und schau mal hier, du hast hier
Buddhas Auge gewählt. Ich zeige sie dir. Dieses Symbol, um da in die Klangschale. Das ist sehr, sehr passend für dich, für diese Woche. Ich freue mich für dich. So, die nächste Karte ist Alles ist möglich. Ja, mein Leben ist vollkommen und verbunden mit bedingungslosen Liebe der Schöpferquelle, wie die heilige geometrische Form der Lebensblume. Ja, es werden Wunder in dein Leben kommen und die Tore öffnen sich für dich, für alle Möglichkeiten. Es gibt keine Einschränkungen für dich. Öffne dich selber dafür und geh in die Achtsamkeit. Es gibt keine Einschränkungen. Deine Ziele und deine Wünsche kannst du jetzt wirklich erfüllen und umsetzen. Sei auch offen für Begegnungen, welche Menschen du und welche Situationen du in deinem Leben begegnest. Es gibt keine Zufälle. Es ist alles göttlich geführt. Und öffne dich für was Unerwartetes. Erwarte nichts und bekomme alles. Eine sehr vielversprechende Woche. Also wenn du diese Karte gewählt hast, diese Buddhas Auge, dann bist du diese Woche das absolute Glücksmensch. Eine absolute Glückssträhne. Eine tolle Botschaft hast du. Und schau mal, hier kommt noch der Neubeginn zu dir. In welchen Bereichen deines Lebens möchtest du ein Neubeginn? Neubeginn ist eine innere Haltung. Mit etwas Fantasie erkennst du hier einen Menschen. Siehst du hier den Kopf, der Körper. Und er öffnet so, streckt die Arme nach oben und ist bereit für einen Neubeginn. Was möchtest du nicht mehr in deinem Leben? Und wofür entscheidest du dich jetzt neu? Was möchtest du nicht mehr? Vielleicht möchtest du nicht mehr deine Augen schließen. Möchtest du viel mehr auf deine innere Stimme hören? Möchtest du nicht mehr beeinflusst werden? Neubeginn ist immer mit einem Wachstumsprozess verbunden. Um richtige Entscheidungen zu treffen, verbinde dich mit der Energie der Dankbarkeit und Demut. Werde dir erstmal bewusst, was du alles Gutes im Leben hast. Und geh in Demut und in Achtsamkeit. Und dann wirst du auch richtige Entscheidungen treffen. Ein Neubeginn ist immer möglich. Das liegt ganz allein an dir. Du entscheidest, wann du diesen Neubeginn anfangen möchtest. Das waren die Wochenbotschaft für dich. Ich hoffe, du hast dich in diese Legung wiedergefunden. Ich habe noch ein paar Infos für dich. So, ich habe eine Facebook-Gruppe. Du findest mich dort in der Gruppe, spirituelle Gruppe Reka. Und Reka steht für Reiki, Entspannung, Klang und Ausbildung. So heißt hier meine kleine Praxis. Ich arbeite mit Klangschalen,
mit Reiki, bin ein ausgebildeter Medium und gebe progressive Muskelentspannungen nach Jacobsen und Gesprächstherapie, lösungsorientierte Gesprächsführung nach Steve DeShazer und male spirituelle Energie- und Kraftbilder, heilige Geometrie und gebe auch Coaching und mediale Beratungen. Also es war jetzt ganz viel Eigenwerbung. Ich hoffe, das kannst du verstehen. Ich arbeite sehr ganzheitlich spirituell und ich möchte von meinem Herzen heraus ganz viele Menschen erreichen, denn ich habe das Bedürfnis oder meine Lebensaufgabe so in mich hineingespürt, dass meine Aufgabe ist, Menschen zu ihrer Spiritualität zu verhelfen, wenn sie aus ihrer inneren Mitte rausgekommen sind, wieder in Einklang, in Balance die Menschen zu bringen und sie zu begleiten für eine Weile. Und das lebe ich auch aus meinem Herzen heraus. Und deswegen mache ich für euch auch diese Orakel. Und ich hoffe, dass ihr Interesse habt. Und wenn euch das gefallen hat hier, ihr könnt mich gerne mit einem Daumen hoch oder mit einem Kommentar oder Anregung in meinen Orakeln bewerten oder halt eure Meinungen sagen, was ich verbessern könnte. Und wenn ihr Interesse habt diesbezüglich oder an meinen Aktionen und Angebote in meiner Gruppe teilnehmen wollt, ihr erreicht mich, wie gesagt, in der Facebook-Gruppe oder an meiner Homepage über den Kontaktformular www.treka-bergheim.de. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch ganz viel Kraft und Liebe und sende euch Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Denn Liebe und Frieden beginnt immer bei uns selber. Tschüss, bis nächste Woche. Namaste.